Hier sind die Heise Online News mit Jessica Lumme. EU-Parlament fordert Steuer für IT-Unternehmen wie Apple, Amazon oder Google. Die EU-Abgeordneten haben einen ersten Rahmen für den neuen langfristigen EU-Haushalt nach 2020 abgesteckt. Darin machen sie sich unter anderem für Steuern auf digitale Monopole, Plastik und den Emissionshandel stark. US-amerikanische IT-Konzerne wie Apple, Amazon, Google, Facebook oder Microsoft sollen künftig ihren Teil zum EU-Haushalt beitragen. Für die vorgesehenen Steuern haben die Abgeordneten aber noch keine Details vorgegeben. Historischer Meilenstein. Microsoft KI übersetzt Chinesisch so gut wie Menschen. Ein Forscherteam bei Microsoft hat ein maschinelles Übersetzungssystem programmiert, das chinesische Nachrichten ins Englische überträgt und dabei genauso akkurat arbeitet wie ein menschlicher Übersetzer. Externe Sprachexperten bestätigten die Genauigkeit der maschinellen Übersetzung. In dieser Leistung sieht Microsoft einen historischen Meilenstein. Das Team will jetzt ein System mit echten Nachrichten testen, bevor es irgendwann in kommerziellen Produkten eingesetzt wird. Lyft entwickelt mit Magna Technik für Roboterautos. Der Fahrdienstvermittler Lyft und Uber-Konkurrent will gemeinsam mit dem Auftragsfertiger Magna Technik für selbstfahrende Autos entwickeln. Geplant sind Geräte, mit denen herkömmliche Fahrzeuge zu Roboterwagen umgebaut werden können. Die Technik soll sowohl in Autos des Fahrdienstvermittlers eingesetzt, als auch von Magna in Wagen verschiedener Hersteller eingebaut werden können, betonten die Unternehmen. Kunden von Amazon Prime bekommen über Twitch monatlich PC-Spiele geschenkt. Kunden von Amazon Prime bekommen über den Streaming-Dienst Twitch ab heute jeden Monat PC-Spiele geschenkt. Wer bereits Amazon Prime nutzt, muss sich lediglich einen Twitch-Account anlegen und diesen mit Amazon verknüpfen. Zusatzkosten werden dabei nicht fällig. Zum Start hat sich Amazon offensichtlich ins Zeug gelegt. Heise Online empfiehlt das Mystery-Abenteuer Oxenfree und den Shooter Superhot. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.